Hallo ihr Lieben, da geht's weiter bei, ja, wobei eigentlich? Ja, bei Mass Effect, Let's Play Mass Effect. Ich muss erstmal meine Gedanken sortieren, ist gerade alles ein bisschen stressig hier. Ja, eigentlich war unser Ziel seit, ich weiß nicht wie viel gefühlten Parts, ja eigentlich zu Würmeyer zu fliegen. So eine der letzten Hauptmissionen. Wir werden allerdings die ganze Zeit davon abgehalten, von verschiedenen Dingen. Wir waren ja auf der Citadel und haben da unsere ganzen Sachen abgegeben, auch bei einem gewissen General Kahoku, der uns dann ja, nachdem wir wieder auf der Normandy waren, angefunkt hat und gesagt hat, dass er von einer Forschungseinrichtung von dieser mysteriösen Gruppe namens Cerberus weiß. Und die sind wir jetzt am Untersuchen auf dem Planeten Bintu befinden wir uns gerade. Und ja, ich weiß, das ist ein roter Punkt auf der Karte, zu dem fahre ich aber erst später. Ich habe nämlich schon eben offscreen vor diesem Part hier was markiert auf der Karte, wo wir zuerst hinfahren. Ja, das war nämlich eine der Nebenmissionen, die wir bekommen haben. Wir haben aber auch noch eine bekommen mit, ich glaube, wieder einer Gruppe von Biotikern, die mal wieder Stress schieben irgendwo. Da werden wir uns aber erst später drum kümmern. Wir werden jetzt erstmal hier den Planeten abgrasen und gucken, was uns hier so erwartet. Da hinten sind nämlich so ein paar Trümmer. Ja, und warum es momentan alles so ein bisschen stressig ist bei mir, ist, dass ich hier jetzt gerade, der Part, den ich jetzt gerade, oder der Part und die paar nachfolgenden Parts hier sind so die ziemlich letzte Möglichkeit für mich in kürzerer Zeit erstmal was aufzunehmen. Da ich jetzt kurz vor meinem von einem Umzug stehe und ich habe keine gute Elektronikfertigkeit. Na gut. Ja, und da ist das natürlich alles ein bisschen stressiger. Und, ja, die ganzen Sachen, die sind schon gepackt, bis auf jetzt das Wichtigste, wie die Konsolen, der PC und das Aufnahmezeug und so weiter. Das Aufnahmezeug werde ich aber morgen an meine Schwester erstmal abgeben, damit die auch noch ein paar Let's Plays weitermachen kann, weil ich ja dann sowieso keine Zeit mehr habe dafür erstmal. Und ja, dann muss ich sehen, wie das auch mit dem Internet läuft, mit dem Hochladen. Das interessiert euch aber alles gar nicht, weil wenn ihr diesen Part hier seht, ist das alles schon, liegt das schon längst hinter mir. Da bin ich wahrscheinlich schon, wohne ich seit einem Jahr schon in der neuen Wohnung. Naja, kommt drauf an, wie oft ich jetzt hier was hochlade. Aber ihr habt das dann alles schon gar nicht mehr mitbekommen. Bei mir steht es jetzt noch vor mir. Oh, und sieht man da hinten, da gibt es wieder eine neue Pyramide. Da haben wir schon so ein paar Pyramiden gesehen auf unserer Reise. Aber hier gibt es auch erstmal Geschütztürme mit einer Forschungseinrichtung. Drei Stück gibt es hier auf diesem Planeten, habe ich schon geguckt. So. Aufpassen. Und Geschütztürme, die uns aber nichts anhaben können. Hier, bam, kaputt. Okay, ja, in diese Forschungseinrichtung kann man auch immer reingehen. Okay, dann machen wir das auch gleich. Aber ich hole da erstmal da oben das Fragezeichen. Beziehungsweise die Anomalie, die sich da versteckt. Und natürlich wissen, was da ist. Hat es denn diesmal etwas mit der Pyramide zu tun? Weil bis jetzt war es immer so, dass, geben Sie mir Deckung. Wenn wir so eine Pyramide gefunden haben, war die Anomalie irgendwas, was daneben gelegen hat. Ah, jetzt könnte es sogar sein, dass es oben drauf ist. Tatsächlich. Proteanische Pyramide. Dann bergen wir die doch mal. Okay, was haben wir da? Proteanische Datendisks. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt schnell in die Forschungseinrichtung. Und dann darf ich gleich nicht vergessen, jawohl, Sir. Hier wieder hinzufahren, weil ihr seht da hinten noch Mineralien. Wir müssen da, glaube ich, eh lang. Von daher sammeln wir die dann mit ein. So. Wo war jetzt der Eingang? Da. Geben Sie mir Deckung. Gut, mal gucken, was uns da drin erwartet. Ah ja, okay. Guck direkt mal auf die Karte, aber die sind ja eh immer gleich geschnitten, die Dinger. Ja. Also auf jeden Fall kein Ausrufezeichen drin. Vielleicht sind auch gar keine Gegner hier. Vielleicht finden wir nur irgendwas oder auch gar nichts. Weiß ich nicht. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Stränke, von denen aber nur einer zu öffnen ist. Na gut, nehmen wir den halt mit, ne? Wo wir schon mal dabei sind. Sturmgewehr, Präzisionsgewehr, Präzisionsgewehr. Sehr schön. Ich glaube, das werde ich sowieso nochmal alles durchgucken, wenn wir kurz davor stehen, nach Würmeyer zu fliegen. Oh, da sind doch Feinde. Ah. Oh, Rachni. Stimmt, die haben ja mit den Rachni rumexperimentiert. Aber die sind hinter Strahlenschilden. Diagnosestation. Ah, okay, das war vielleicht keine so gute Idee, aber ich glaube, wir mussten das auch tun, um weiterzukommen. Du
Gut, es sind aber auch noch menschliche Gegner dabei. Das sind, ja, Cerberus-Mitglieder. Wow. Toll. Auch die haben biotische Fähigkeiten drauf. Das gefällt mir nicht so, Kollege. Na komm, du gehst auch noch drauf. Da hinten läuft auch noch irgendwo einer rum. Holen wir uns noch. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Okay, cool. Ja. Also zerschlagen wir die so nach und nach. Ich hab's verstanden. Okay. Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Ja, und die werden wir auch alle finden. So, Medigel nehmen wir noch mit. Dann können wir ja schon wieder gehen. Das ist schön. Und das dürfen wir jetzt noch zweimal machen. Und dann müssten wir zumindest diese Welt, wie Kaelan es gerade so schön beschrieben hat, von Cerberus befreit haben. So. Ja, das letzte Mal aufnehmen lag jetzt auch schon wieder länger her, deswegen habe ich in den letzten Tagen so einen ganzen Bearbeitungsmarathon gemacht, um alle bisherigen Parts fertigzustellen, um zu wissen, wo wir stehen geblieben sind. So, Tür auf. Und unter anderem auch, weil ich eine wieder Platz auf meiner Festplatte brauchte. Genau, da müssen wir hin. Dann versuche ich jetzt hier so rüber zu fahren, weil hier waren irgendwo die Mineralien. Und dann gehen wir da zur nächsten Forschungseinrichtung. Okay. Ja, ich habe mir vor langer, langer Zeit eine 1 Terabyte externe Festplatte gekauft. Die war damals im Angebot und die tut ihre Sache auch super. Ich hatte natürlich noch kein Problem mehr, aber die ist halt fast voll, ey. Ich habe jetzt noch, was sagt der Zähler, 110 GB frei. Und die, die Let's Plays, die fressen so unglaublich viel. Und ich behalte meine Let's Plays ja auch immer. Es gibt ja auch viele, die bearbeiten ihre Let's Plays und machen die fertig und löschen dann alles, was sie davon haben, von ihrem PC. Und ich behalte meine aber, was unglaublich viel Speicherplatz frisst. Aber es ist mir irgendwie sicherer, weil wie oft passiert es, dass plötzlich dann ein Part gesperrt wird aus irgendwelchen Gründen, ganz plötzlich, Jahre nachdem er veröffentlicht wurde. Und gut, mittlerweile gibt es die Möglichkeit, wenn es sich um Musikstück handelt, das auch von YouTube entfernen zu lassen und so weiter. Position. Aber es gibt auch manchmal andere Sachen, wo ihr dann einfach eventuell, wenn ihr Pech habt, alles umschneiden müsst. Oder einfach nochmal neu hochladen oder so. Und wenn man das Grundmaterial nicht mehr hat, dann ist das nicht so einfach. Es kommt nur sehr selten vor. Aber es ist schon vorgekommen und deswegen behalte ich den ganzen Mist immer. Außerdem benutze ich es auch manchmal, wenn ich jetzt irgendwie einen Vlog mache oder so und ich kriege eine Frage oder rede über irgendein Spiel, was ich schon mal gespielt habe und habe dazu schon mal ein Let's Play gemacht, dann nehme ich davon manchmal nochmal das Material und blende das dann im Hintergrund ein oder so. Also manchmal hat es schon Vorteile. Ich habe mir sowieso überlegt, dass ich mir irgendwann mal noch eine zweite Terabyte Festplatte hole, worauf ich dann einfach nur fertige Let's Plays packe. So als Archiv quasi, dass ich dann einfach nur dann anschließe, wenn ich mal wieder was an fertigen Let's Plays darüber schmeißen muss. Ah, mal gucken. So, wir haben auf jeden Fall hier das zweite Forschungslabor. Hallo. Ich schätze mal, hier sieht es relativ ähnlich aus. Ja, nur hier stehen keine Kisten, so wie in einem anderen. Aber an sich wird es wahrscheinlich dasselbe sein. Da wird es wahrscheinlich auch wieder ein Strahlenfeld sein. Oh, Wunder, wer hätte das gedacht? Oh, aber diesmal nicht mit Rachni, sondern mit... Entweder sind Creeper oder sind Husks. Ich kann das jetzt noch nicht so erkennen. Aber die Penner scheinen wohl mit allem herum zu experimentieren. Okay, sind Creeper. Da fragt man sich, was diese komische Organisation da eigentlich mit denen macht. Aber bis jetzt Gutes haben sie ja bis jetzt noch nicht... Hallo, ich habe eigentlich gar nicht... Ich habe wieder... Ja, zu eurer Information, ich habe wieder den komischen Controller. Unter den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kohaku. Er muss sich einem der anderen Labore in diesem Bereich befinden. Ah, den suchen wir also auch noch. Okay, das ist ein bisschen untergegangen. Okay, ich habe mal wieder vergessen, wie diese Schnellwahltaste gibt. Da gibt's eine, aber ich habe sie bis heute... Ich vergesse sie immer wieder. Ihr habt wahrscheinlich schon tausendmal runtergeschrieben, wie das ging, aber ich habe es echt vergessen. Und noch nicht gesehen, weil bis jetzt ist zwar schon was hochgeladen zu diesem Zeitpunkt, aber noch nichts veröffentlicht. So, okay, also den Kahoku sollen wir also auch noch finden. Machen wir. Ja, und ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum
benutzt dieser Idiot eigentlich immer noch diesen Controller, wenn er doch immer nur Probleme macht? Das Problem ist, ich besitze nur zwei Controller und einer davon spinnt halt ein bisschen. Und, naja, der eine ist auch mal leer und muss aufgeladen werden. Ich habe keinen Bock mehr mit einem Kabel hier rumzulaufen. Und das ist halt das Ding. Und ich habe meistens das Problem, oder das Pech, dass immer, wenn ich aufnehme, ich gerade den schlechten Controller erwischt habe, quasi. Aber so wie es so aussieht, darf ich mir sowieso bald vielleicht eine neue PS3 kaufen. Von daher kriege ich dann auch noch ein oder, wenn ich Glück habe, sogar zwei neue Controller dazu. Weil ich weiß nicht, ob ich es in diesem Let's Play schon mal erwähnt habe oder im anderen, aber mein Laufwerk gibt so langsam den Geist auf. Es kann halt immer noch Spiele perfekt lesen und Filme und so weiter, macht allerdings komische Geräusche beim Einziehen der Discs und wirft die Discs überhaupt nicht mehr raus. Ich muss die, immer wenn ich fertig bin mit Zocken, muss ich dann die scheiß Discs rausdrehen. Da gibt es immer so eine spezielle Vorrichtung bei der PS3 Slim zumindest, wo man dann mit einem speziellen, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, mit einem speziellen Schraubenzieher unten dran muss und dann muss man sich die Dinger rausdrehen. Ist auch egal, auf jeden Fall, entweder kaufe ich mir eine neue PS3 oder ein neues Laufwerk. Aber weil das Problem ist, dass ich das Laufwerk dann selber einbauen muss und ich habe davon keine Ahnung. Und nachher bezahle ich dann, weiß ich nicht, 50 Euro für ein neues Laufwerk und mache danach trotzdem aus Versehen die Konsole kaputt. Und dann muss ich mir trotzdem eine neue Konsole kaufen, dann habe ich im Prinzip mehr bezahlt. Und ja, ich muss mal gucken. Und Reparatur schicken kostet ja sowieso immer sau viel, kann man sich auch direkt eine neue kaufen. Leider ist das Problem, dass es mittlerweile, wenn man sich jetzt keine gebrauchte kaufen will, fast nur noch diese Ultra Slim kauft, diese hässlichen neuen Versionen, die so ein bisschen wie billiges Fisher-Price-Plastik aussehen und auch keinen Disk-Slot mehr haben, zum, wo die Disk einziehen, sondern dieses komische Top-Loader-Laufwerk. Aber dann hat man auch das Problem, dass die Disks nicht mehr rausgefahren werden, weil sie es halt von Grund aus nicht mehr können. Naja, ich werde mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall haben wir hier die letzte Forschungsstation. Wow, und die Ladezeiten werden immer kürzer. Aber ist ja auch logisch, wenn er immer denselben Raum laden muss. Weil guck mal hier, das ist exakt der gleiche Raum, außer dass jetzt hier komische Geräte mitten im Raum stehen. Aber gut. Okay. Gut, vielleicht finden wir auch hier den Kahoku. Das ist ja die letzte Station, die wir untersuchen müssen. Auf jeden Fall haben wir hier auch wieder so ein Kraftfeld mit diesen kleinen Rachnikrabbelviechern. Und da liegt auch eine Leiche. Ich befürchte, das ist Kahoku. Super. Haben sie den verfüttert oder was? Oh, achso, das ist Rex. Okay, ich dachte gerade, es liegt ein Dark für komischer Käfer, aber das ist Rex' komische Rüstung. Ja. Oh, seht mal hier. Der Kaidan hat ja was drauf, ey. Ein Gegner in die Luft geschleudert. Hat bestimmt schon öfters gemacht, aber ich hab's noch nie so mitbekommen. So, wo ist der denn da? Mein letzter Halt, Commander. Das sind wir Kahoku schuldig. Ja, das war's. Hör auf zu stören, Rex. Der Kampf ist vorbei. Okay, ja, und da liegt tatsächlich Kahoku. Sprechen? Lebt er noch? Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzung auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Verdammt, es ist der Admiral. Dann hat ihn Cerberus wohl doch gefunden. Ja, sie haben ihn gefunden und wahrscheinlich ein bisschen an ihm rumexperimentiert, bis er plötzlich den Geist aufgegeben hat. Der Arme. Das tut uns leid. Wir konnten ihm nicht mehr helfen, aber wenigstens konnten wir die Machenschaften von Cerberus ein bisschen eindämpfen, könnte man sagen. Dann, kehren wir jetzt zur Normandy zurück und beenden dann auch den Part. Nein! Verdammt. Das ist ein Problem, wenn man die X-Taste drückt, um zu rennen und gleichzeitig dann aber auch eine Tür aktiviert. Aber okay. Warte mal, ich habe sowas rausgefunden. Ich glaube, ich muss gar nicht immer... Ja, ich müsste, hätte jetzt auch gar nicht rausgehen brauchen. Ich muss nämlich gar nicht immer zum Mako zurück, um zu Normandy zu gehen. Sondern kann das auch über die Karte machen. Aber so geht's einfach schneller, finde ich. Und da sind wir auch wieder zurück auf der Normandy. Und bevor ich den Part jetzt beende, drücke ich nochmal auf die Karte der Galaxis, weil vielleicht will sich ja unser geliebter Admiral Hackett, der sich immer bei uns meldet, entweder uns eine neue Mission geben oder sich bei uns bedanken, dass wir das gemacht haben. Wir gucken mal. Anscheinend nicht. Na gut, dann lassen wir das. Dann haben wir Bintu abgeschlossen und haben den
ja, leider Admiral Kaoko tot aufgefunden. Und im nächsten Teil gucken wir dann, was wir dann noch an Nebenmissionen hatten und werden die dann auch abschließen. Und dann geht's vielleicht irgendwann mal endlich nach Würmeier. Ja, bis dahin war's das erstmal und bis zum nächsten Mal. Bis dann.